Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage bei eurem wöchentlichen WoT-Let's Play. Und es ist ja immer so, ich überlege ja immer, was kann ich nehmen, was kriege ich an Einsendungen und eure Einsendungen ehren, aber ich muss jetzt mal ein Ding zwischenschieben, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich verlinke das unten auch mal der Orzanell. Das ist ja so ein Streamer, ein WoT-Streamer, und der hat ja den Panzer Mutz, da habe ich schon mal ein Replay von ihm genommen. Und Ace hat mir das geschickt und ich habe reingeguckt und ich habe echt Tränen gelacht. Weil, ich meine, es sind doch verschiedene Spiele, die lustig sind anzuschauen. Ne? Entweder man hat eine geile Leistung performt oder der Gegner stellt sich super an und man selber stellt sich total dämlich an. Oder halt eben, der Gegner stellt sich sowas von nackig und blöd und dämlich an. Das ist echt schon. Also, ich habe drei Viertel des Games, wo ich es geguckt habe, habe ich gedacht, lass mich kurz überlegen. Ist das ein Testspiel? Sind das alles Mates, die. Also, es ist unglaublich viel Dämlichkeit dort im Gegnerteam unterwegs. Und da dachte ich mir, sowas ist ja immer lustig anzusehen. Ich weiß nicht, das lief auch, glaube ich, schon bei VOD Replays. Kann also auch sein, dass irgendein großer YouTuber das schon gemacht hat, aber das ist mir egal, weil es ist einfach so geil und sehenswert und für jeden, der es irgendwie noch nicht gesehen hat, ja, ist es lustig. Und zwar dreht sich es nicht um den E5. T110 E5, sondern den T110 E3. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum das so mega lustig ist, weil der T110 E3 halt so ein Panzerungsmonster ist. Ja? Der ist hier, der ist so trollig von vorne und der Weakspot ist kein Weakspot. Und du kannst ihn eigentlich nur hier, hier unten sozusagen, also der sieht ja eher von der Wanne ähnlich aus wie der E5. Hier unten in den Ecken kannst du ihn eigentlich nur verwunden. Ansonsten ist es echt schwierig. Aber ja, lustig. Echt lustig. Und will ich euch nicht weiter. War noch was zu reden? Keine Ahnung. Bei KBS Altis geht es langsam in Richtung Tanoa-Umzug. Im Forum läuft eine Abstimmung. Wer will den Wipe? Wer will den Wipe nicht? Alles wird gelöscht, alles wird nicht gelöscht. Sehr interessant, sehr spannend. Schauen wir mal, wie es aussieht. Also ich bin da mittlerweile sehr gespannt, weil es ist eine Woche ganz hoch, eine Woche ganz niedrig und keiner weiß irgendwie, ob einen da nicht irgendwie eine höhere Macht total verarscht. Aber bleibt spannend. Altes Live gibt es demnächst auch neue Folgen. Oh, was ist denn mit meinem Auge heute los? Je mehr ich dran reibe, desto schlimmer wird's. Aber so ist das, wenn man alt wird. Aber damit das Replay nicht zu alt wird, würde ich mal vorschlagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Bis gleich. Jawollo, da sind wir auf der Map Himmelsdorf. 49% Windchance. Der Orzanell ist natürlich ein extrem lilaner Spieler und der Gegner hat da mehr Grün gegenzusetzen. Und der Orzanell ist so, naja, eigentlich, wenn man mal so bedenkt, was der E3 kann. Artis. Also eigentlich bis auf, eigentlich ausgewogen. Eigentlich von den Tanks her, IS-4, IS-4, Entschuldigung, IS-4, IS-4, wir werden uns nachher nochmal sprechen, IS-4. Ja, 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 1088 WN8. Naja, ja, reden wir nachher drüber. Jo, was machst du mit dem E3 natürlich am allergeilsten, habe ich ja vorhin schon gesagt. Was ist bei dem verwundbar? Verwundbar ist die untere Wanne. Wenn du denen nur die obere Wanne zeigst, ist da wenig durchkommen bei dem. Der ist halt einfach ein krasses, ultra krasses Gerät. Was natürlich echt, echt hässlich ist, wenn du irgendwie als Arti, merkwürdige Aktion, ausgesprochen merkwürdige Aktion. Also, Arti stellt sich hier quasi in die Gasse rein, um. War jetzt auch gar nicht so schlecht, der Spieler. Also. Weird! Weird! Keine Ahnung, warum jemand sowas macht. Also, sich weiter hinten, ja, wenn wir mal gucken auf die Minimap, sich irgendwo, ich glaube, hier an der Stelle kommst du mit einer Arti, mit manchen Artis hier hinten reingeschossen, ja. Das ist, da spricht ja gar nichts dagegen, aber sich dort als Arti, wo man so frei zu sehen ist, jo,
Yo, 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 yo. Ja, die ES4 zeigt hier schon ein klein wenig so ein bisschen ihren Charakter, weil sie dort ausgesprochen. Also manchmal denke ich mir auch so, sind das vielleicht Spieler, wo die kleinen Brüder irgendwie sich mal den Account schnappen und dann mal so sagen, so, ey, Mann, Digga, jetzt will ich auch mal hier. Jo. Hier ist 3A, der kann ja erstmal ordentlich was vermumpeln. Und wenn wir uns das hier mal so angucken, solange hier einfach der Gegner nicht rumkommt und ihn rusht, denn er ist hier einfach. Die hätten ihn einfach plätten können. E3 ist einfach ein Fahrzeug, wo du umrunden musst. Also da brauchst du nicht vor der Front rumzutanzen und ja. Aber es läuft für ihn, weil mittlerweile ja nicht nur die eigenen seine Feinde sind, weil sie nicht vernünftig kämpfen, sondern auch die Gegner mittlerweile. Ich wollte Pointe nicht wegnehmen. Aber die Gegner mittlerweile über den Berg gedrückt sind. Und das ist natürlich bei Himmelsdorf immer eine beschissene Sache, wenn man den Berg nicht absichert mit genug Leuten, beziehungsweise dann eventuell den Berg nicht beobachtet und weiß, dass sie gleich hinten am Cap auftauchen. Dann ist das nämlich eine relativ beschissene Situation, weil sie dann von vorne und von hinten stehen. Jo, insofern hat der Orsanel wahrscheinlich dieses Spiel auch schon längst abgehakt und hat sich gesagt, naja. Dann hole ich jetzt nochmal raus, was rauszuholen ist. 2000 Schaden hat er schon im Sack, was überhaupt nicht viel ist für den E3, weil der ja eben ordentlich Schaden rauskillt und so eine krasse Panzerung hat. Deswegen denkt er sich jetzt auch so, naja, der taugt ja, wenn er nicht besonders schnell sein muss, auch in gewisser Weise als Brawler. Deswegen stelle ich mich einfach mal an diese Stelle. Diese Stelle hat nämlich den Entschuldigung, den ausgesprochenen Vorteil. Sie ist gecovert nach hinten. Und du kannst hier vorne halt irgendwie alles deffen, was hier eventuell ja, rumkommt oder nicht rumkommt. Aber die Jungs da sind beschäftigt. Die interessiert es überhaupt gar nicht, ob eine E3 irgendwie da hinten hier oder auch nicht. Ja, sorry, ich muss schon wieder lachen. Weil es ist, okay, das war echt, das war, der war betrüblich, der Schuss. Weil der hätte eigentlich wäre das durchs vordere Kettenrad, ja, hätte er da auch Schaden machen müssen. Aber gut, es spielt keine Rolle, weil so ein E3 hat halt auch die Penetration des Todes, nämlich mit 295. Und damit kannst du halt einfach auch mal. Jetzt fängt es an. Mit der Penetration kannst du einfach auch mal eine ganze Menge Unsinn machen, ohne gleich Gold landen zu müssen. Jo, also wir gucken uns das mal an hier. Orsanel hat seine Garage gefunden und steht jetzt hier. Er steht nicht so da drauf, wenn ihm die Leute irgendwie in die Seite flanken und von hinten. Und deswegen denkt er sich so nach dem Tenor so, lass mal kommen. Und lass mal kommen heißt irgendwie von hinten gar nichts kommen, von der Seite gar nichts kommen. Und deswegen muss es von vorne kommen. Es ist so. What, Patton? What? Was? Erklärt's mir. Was bewegt einen Tank mit seinem Panzerfahrer drin, vor einem E3 vorbeizufahren? Was? Ich versteh's nicht. Na gut, wird mit dem spontanen Tod bestraft. Jo, Leute, was geht bei euch da? Also, ja. So, Critical, Bounce, ach, hallo, IS-4. Ah, die IS-4 ist so geil. Ich bin ja echt selten am irgendwelche Leute dissen, aber die IS-4, die kriegt echt einen Gummipunkt von mir, dieses Game. Die ist echt, die ist göttlich. Guck mal, IS-4. IS-4 for the win. Alter, mir kommen schon die Tränen. Ossi wackelt schön hin und her. Ich meine, guckt euch mal diese fette Gunblende hier an, die man hier immer so schön sieht. Ey, das sind einfach mal 100.000 Milliarden Millimeter, die da irgendwie. Ah, IS-4. Hast schon mal was von Sidescrapen gehört, wa? Und deswegen. Was hat denn die IS-4 jetzt gerade gemacht? In Stein reingeschossen? Oh, jetzt aber. Den zerdrück ich den IS-3, den E3. What? IS-4? What? Digga, was geht ab? Was machst du da? Ist geil, oder? Es ist doch einfach schön. Er hat schön die Kette. Aber jetzt, ich glaube, jetzt hat sich einfach mal festgefahren.
Es ist einfach so geil. Am Anfang dachte ich noch so, naja, pass auf. Die werden ihn da jetzt einfach, die ES4 wird sterben und dann ist da irgendwie kein ist da kein Rauskommen mehr für den. Jupp. Auch cool, der T10 hat schon aufgegeben und hat schon gesagt, ey, ich benutze jetzt HE, das ist mir jetzt alles Latte. Yo! Die ES4 ist Geschichte. Schade, wir hatten viel Spaß mit ihr. Ich verstehe es manchmal nicht, aber ich glaube, man muss nicht auch nicht immer alles verstehen. Das gehört auch mit zum Spiel, dass man nicht alles versteht. Pow! Den nächsten raus. Dann sind schon 6 Kills, die der Orsanel sich so weggeschnackelt hat. Und die Jungs hier haben es immer noch nicht verstanden. Was ist... Naja, ich meine, klar, wenn du Angst ohne Ende hast vor dem... Also ich meine... Ja. 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 Blöd, das einzige Blöde, was jetzt passiert, weshalb auch dieses Game zwar ein extremst lustiges ist, aber halt eben am Ende nicht zu einem Happy End führt, ist halt, dass der Skoda T50 da hinten machen kann, was er will. Und jetzt kommen wir halt zu der großen, wie soll man sagen, zum großen Nachteil von dem E3. Er hat eine Mörderpanzerung und er hat sie einfach mal mit 8 Gegnern aufgenommen und sie einfach mal eiskalt beseitigt. Aber er ist einfach kacken langsam. Und der Skoda macht natürlich wahrscheinlich unabsichtlich genau das Richtige, was man tun muss. Denn er kappt die Scheiße nach Hause. Weil sonst wäre auch noch Geschichte. Ich hätte jetzt eigentlich beim ersten Mal hätte ich erwartet, naja, der wird da jetzt gleich stehen. Weil so wird es nämlich kommen. Aber der steht da nicht. Und insofern, Basis ist verloren. Und damit wird dieses Game hier... Ups, wieso kann ich hier entkoppeln und nicht auszoomen? Naja. Wird dieses Game halt leider zu einem Defeat, aber ey... oder? Ist doch unglaublich gewesen mit der ES4, oder? Also ich... Aber wahrscheinlich gehen die Leute auch so in das Game rein und sagen sich so, hey Mann, ich muss ja auch mal die Leute belustigen, damit es mal ordentlich was zu sehen gibt, weil mit Menschenverstand hat er das wenig zu tun. Aber gut, keine Ahnung. Ja, wo ist sie denn, unsere ES4? Wenn jetzt Balint? Ja, okay, also ich meine, 16.000 Spiele. Da hat man den E3 das noch nie gesehen. Da sieht man den das erste Mal. Da muss man halt einfach nochmal probieren, was der E3 so... Man kann den ja in so einer Bucht, da kann man den ja umrunden. So 16.000 Spiele da. Genug gedisst. Es fällt mir schwer, aber es war einfach zu lustig. Insofern. Orsanel, Glückwunsch zu deinem 3. Stern an deinem Geschützrohr, den du damit nicht bekommen hast. Gemastert 93.000 Brutto-Credits, 2 XP, einfach XP. Und die Redleys war dir sicher, cool-headed, logisch, Steel Wall, ja, wen wundert's, High-Kaliber und Top Gun. Und ich meine, ja, der Rest aus deinem Team hat, hätte mehr tun können, sagen wir es mal so. Und das Gegnerteam, da war es ein bisschen mehr verteilt. Aber, naja. Naja, schau. Tarzka Diabla. Heißt wahrscheinlich Tarza? Taschenteufel. Ach ja. 10.000. 10.000 geblockt. Also ich meine, gut, beim E3... kriegt man das schon mal hin. Aber es ist trotzdem geil. 10.000 Blocken ist einfach geil. E3 kann man, glaube ich, auch die Block-Missions mitmachen. Soll wohl gehen. Soll wohl gehen. Sehr geil, sehr geil. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Orsanel und Ace, für dieses Video, weil ich konnte herzlich lachen und ich lache gerne herzlich, weil sowas schon sehr geil ist. Jo, was bleibt noch zu sagen? Ihr könnt, ich habe Panzerkunde mit dem E3, mit dem Bio mal gemacht. Das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr euch fragt, wie der E3 so zu bekämpfen ist oder was der so kann und was der hat und wie der im Tank Inspector aussieht. Werde ich verlinken. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, gehabt euch wohl und bis dann. Ciao, ciao.